Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Frau Dr. von der Olsen, Sie sind seit Anfang des Monats Leiterin des Gesundheitsamtes im Landkreis Rostock. Ja. Die Funktion ist nicht ganz neu für Sie, denn bis zur großen Kreisgebietsreform waren Sie oder haben Sie die Gesundheitsbehörde des Landkreises Güstrow geleitet. Und danach waren Sie Stellvertreterin, als Bad Doberan dazu kam. Was ist die Aufgabe des Gesundheitsamtes? Gesundheitsämter nehmen Aufgaben nach dem Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst wahr und im Gesundheitsamt des Landkreises Rostock arbeiten in etwa 50 Mitarbeiter. Die sind aufgeteilt in 6 Sachgebiete, die also völlig unterschiedliche Aufgaben auch haben. Die Sachgebiete sind unter anderem der amtsärztliche Dienst, das Sachgebiet Hygiene, Infektionsschutz und Umweltmedizin, das Sachgebiet Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, das Sachgebiet Zahnärztlicher Dienst, die Betreuungsbehörde und der sozialpsychiatrische Dienst. Eine ganze Palette von Aufgaben findet sich unter dem Stichwort amtsärztlicher Dienst, unter anderem die Schutzimpfung, also Grippeschutzimpfung beispielsweise. Was noch? Im amtsärztlichen Dienst nehmen wir vor allen Dingen auch ärztliche Begutachtungen vor, zu ganz unterschiedlichen Anlässen, zum Beispiel im Rahmen des Beamtenrechts, auch da zu unterschiedlichen Anlässen. Wir machen Begutachtungen für die Fahrerlaubnisbehörde, wenn jemand zum Beispiel seine Fahrerlaubnis aufgrund einer Erkrankung verloren hat oder ähnliches. Wir machen Begutachtungen für Gerichte im Rahmen des Betreuungsrechts, aber auch zum Beispiel, ob jemand, wenn er dann vor Gericht erscheinen muss, überhaupt verhandlungs- und haftfähig ist. Das sind jetzt einige Beispiele für ärztliche Begutachtungen. Wir stellen auch ärztliche Zeugnisse aus, wenn jemand zum Beispiel eine Prüfung vornehmen muss und dann aus gesundheitlichen Gründen verhindert ist. Dann verlangen oftmals Universitäten eine amtsärztliche Bescheinigung dafür. Oder wir stellen auch ärztliche Zeugnisse aus, wenn jemand, der also chronisch krank ist, Medikamente einnimmt, die zum Beispiel dem Betäubungsmittelrecht unterliegen, ins Ausland fahren möchte, dann braucht er von uns eine Bescheinigung dafür. Ansonsten machen wir natürlich auch reisemedizinische Beratungen sehr viel und auch sehr gerne, wenn jemand also in exotische Länder reist, wo eventuell eine Malaria-Prophylaxe oder ähnliches erforderlich ist, kann er gerne zu uns kommen, sich beraten lassen. Ja, das ist ein Teil der Aufgaben, die wir wahrnehmen. Im Sachgebiet Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin werden jedes Jahr aus Ihrem Amt oder in Ihrem Amt die Badegewässer festgelegt. Jetzt haben wir Sommer. Wie sieht's aus in unseren Badestellen? Ja, aktuell sind wir mittendrin in der Badesaison und wir haben die gesetzliche Aufgabe, regelmäßig unsere Badegewässer zu überprüfen und tun das auch während der Badesaison. Und aktuell ist es so, dass Sie ungehindert in allen Badegewässern baden können, ohne gesundheitliche Gefährdung. Von der Kreisgebietsreform haben wir schon kurz gesprochen. Nicht überall ist sie geglückt. Wie sieht es im Gesundheitsamt aus? Aus meiner Sicht sind wir da auf einem sehr guten Weg im Gesundheitsamt. Wir haben jetzt 3,5 Jahre oder fast 4 Jahre Kreisgebietsreform hinter uns und haben da ein Zusammenwachsen aus meiner Sicht sehr gut erreicht. Wir haben 2 Standorte nach wie vor, einen in Doberan und einen in Güstrow, wo also alle Bereiche des Gesundheitsamtes auch angeboten werden, was natürlich das Zusammenwachsen manchmal etwas erschwert. Aber ich habe an beiden Standorten sehr engagierte und kompetente Mitarbeiter, die auch ein großes Interesse daran haben, dass wir ein Amt werden. Und ich denke, es ist uns geglückt und wir sind da wirklich ein Amt, was gut zusammengewachsen ist. Also gar keine Probleme im Amt? Ja, es gibt natürlich immer wieder Probleme. Insbesondere haben wir im Bereich der ärztlichen Stellen Besetzungsprobleme. Durch das Ausscheiden von 2 Ärzten am Standort Doberan sind dort 2 Stellen frei. Die sind auch schon seit geraumer Zeit ausgeschrieben. Wir haben einfach Schwierigkeiten, für diese Stellen Nachfolger zu finden. Es ist einfach eine schwierige Bewerbungslage auf dem Markt. Auch andere Einrichtungen, Krankenhäuser haben Schwierigkeiten, ihre ärztlichen Stellen nachzubesetzen. Und das betrifft natürlich den öffentlichen Gesundheitsdienst genauso. Und das macht uns natürlich Sorgen, aber ich habe da sehr viel Unterstützung von Seiten der Verwaltungsspitze und auch von Seiten der Personalabteilung und hoffe einfach, dass wir in absehbarer Zeit auch diese frei gewordenen Stellen wieder nachbesetzen können. Ja, Frau Dr. Oelsnitz, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute, viel Erfolge in Ihrer neuen Funktion. Dankeschön. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.